Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Terraria. Ich habe hier so einen Typen aufgegriffen, der wollte unbedingt ein Together machen. Da habe ich gesagt, ja okay, machen wir Together. Ey, hör auf mich zu messern. Tue ich gar nicht. Okay, dann nicht. Zu unserem neuen Projekt, Together Terraria. Das wird bestimmt richtig lustig. Ja, ganz lustig. Ja. Oh verdammt, bald, ich hinten kommt Slime. Das ist übrigens Gamerboy, wenn ihr auch seiner Sicht sehen wollt. Video von dem ist natürlich wie immer dann in der Beschreibung verlinkt. Aber kein. Was bist du denn dann? Das war ja mein alter Kanal. Ah ja, genau, er ist ja Regame-EP. Genau. Ja! Ja, als erstes braucht man natürlich ein bisschen Holz, Terraria. Oh. Terraria ist voll die Minecraft-Verarsche. Voll nicht. Stimmt, das ist irgendwie nicht. Irgendwie ist Terraria besser als Minecraft. Ich würde nicht sagen, dass das die gleichen Spiele sind. Ja, nee. Also Terraria ist auf seine Art so und Minecraft ist auf seine Art so. So, ja. Zack. Oh, ich würde die ganze Zeit E drücken, weil ich ja das gewohnt bin noch von früher mit dem Enterhaken. Gibt so viele geile Items, naja. Mal schauen, wann wir in die Hölle kommen, Folge 2. wie viel Holz hast du jetzt? 81. Gut, ich habe nämlich schon 59. Ich würde noch ein bisschen was abhacken, dann müssen wir eigentlich am Spawn hier eben Häuslein bauen. Jo. Mal schauen. Mein Holz! Hier, würde ich sagen. Ja, ich fange mal an. Ups. Ich hab schon lange kein Terraria mehr gezockt. Achso, und so konnte man platzieren, gut. Mal etwas gerader. Wir brauchen keinen riesigen Palast. Doch. Okay. Hier. Wir bauen doch eine Villa. Nee. Halt in Terraria. Ja, nee, dann musst du die bauen und ich muss die ganze Zeit versuchen, die zu protecten. Ach ja. So, ich würde sagen, die Größe reicht locker. Fürs Erste. Ja. Mal schauen. Lalalala. Ach, genau so platziert man. Hm. Ich habe gerade auch Probleme mit der rechten Maustaste, aber das... Ja gut, jetzt haben wir uns erfolgreich eingesperrt, das war's dann wieder. Craft nochmal, ach genau. Workbunch. So. Workbunch! Auf beiden Seiten würde ich eine Tür am besten machen. Ich mach die Tür. Okay. Hab zwei Türe. Pass auf, das Holz fliegt. Hallo Hase. Na du Hase? Und da eine Tür. Oh. Ey, du hast es kaputt gemacht. War schon. Ja, ja. Ja, aber nee, aber wirklich. Also ich hab das so genommen, weißt du, und dann, oh. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Jo. Und Argon. Ich baue schon unser Haus. Was? Du baust unser Haus? Ja, als erstes geht's dann mit unserem Haus voran. Bauen uns für den lieben Herrn Guide seine kleine Unterkunft, damit er nicht immer durch die Weltgeschichte... Wo ist er eigentlich? Ja, aber... Hm? Der steht vor dem Wasser. Brett. Ach, da steht Eisbrett. Er. Brett. Und nicht Brett, sondern Brett. Brett Pitt. Brett. Brett Pitt, genau. Ah ja. Ich nehme mal die Kupfer-Sachen hier mit, die braucht man nämlich wahrscheinlich noch. Jo. Mir wird da gerade so ein schlechter Witz einfallen. Na ja, lieber auf, ey, das ist schon meine Aufgabe. Ich stell dir mal vor, Brad Pitt wäre ein Brett. Würde heißen Brett Pitt. Oh. Ja, ja, das. Aus schlechte Witze können wehtun. Ja, das können sie wirklich. Ja, ist auch richtig hell hier drin, warte mal. Jo, also mit heller geht's nicht. Ich bin schon fast blind. Huch, wie habe ich denn jetzt die Fackeln her? Habe ich schon wieder Schleim getötet? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch gar keinen Schleim getötet. Ach ja, genau, das war ja meine Aufgabe. Das ist ja süß. Boah. Gut, was braucht man als nächstes? Ich schau mal kurz. Ich hau mal erstmal ein kleines Loch im Dach. So. Du haust ein Loch ins Dach? Bist du bekloppt? Ein bisschen. Die ganzen Spinnen rein. Ah ne, ist ja nicht Minecraft. Terraria voll die Minecraft nachmache. Ja. Brett Pitt sitzt da unten im Wasser. Mhm. Oh Gott, ich habe schon einen Namen für den Part. Brett Pitt. The Unbelievable Journeys of Brett Pitt.
Einen Tisch brauche ich jetzt und einen Stuhl. Da kann ich der Gwide einziehen. Au, 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 au. So. Der Cheeto doch. Hast du das gesehen? Der voll gecheatet. Wieso? Er ist wieder zurück ins Wasser teleportiert. Er ist aus dem Wasser rausgesprungen, dann saß er plötzlich wieder im Wasser. Oh, es wird Nacht. Oh, guck mal, der Schleim hat ein kleines Planschebad gefunden. Mhm. Brett Pitz läuft auf dem Wasser. Grund. Wie heißt denn der Guide eigentlich? Die haben ja immer unterschiedliche Namen. Warte mal. Der Brett. Nee, der hat doch einen Namen. Ah, der heißt. Der ist wirklich Brett. Brett. Ja. Ja, das ist Brett. Brett. Ach, oh mein Gott. Egal, irgendwann wird er sich wohl im Haus einfinden. Hase! Ach nee, die geben ja kein Fleisch. Brauchen ja auch gar kein Fleisch. Slime! Ey. Ist mir einfach ausgewichen. Au. Ey. Ist denn das gerade? Nee, das ist doch nur voll ungerade hier. Ja, ich glaube, es hakt. Sam ab, ob was gerade ist. Ich hab kein gutes. Was gerade ist? Ja, die Luke hier. Wie gerade? Ja, ob die mittig ist. Ach so. Ich glaube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich hab keinen Bock. Warte, ich stell mich mal auf den Tisch. Der muss noch weg, glaube ich. Ja. Jetzt muss es passen. Gut. Wo ist eigentlich der Hammer? Da. Ich hau noch mal ein paar Wooden Planks. Ich schieb dem Hammer auf ins auf den Kopf geben. Plattform, Wooden Planks, das war nochmal. Ah ja, genau, das war ja auch Minecraft. Wieso zieht Brad Pitt nicht bei uns ein? Der müsste eigentlich gleich angekommen. Ja, er ist doch so ein berühmter Star. Kann man das nicht irgendwo nachgucken, ob das Haus bewohnbar ist oder so? Das Haus ist bewohnbar, wenn du auf ESC gehst und dann hier, oben rechts siehst du dann Sochi. Du kannst übrigens auch mal in grün reinkommen. Ah ja, ja, ja. Und außerdem, ja, wenn du dann aufs Haus da klickst, dann siehst du Housing und der steht hier als Brett-Guide. Brett. Genau, so wohnt Brett Pitt bei uns. Muss aber natürlich auch das Haus wieder wegdrücken gleich. Die Zombies, die gleich nachts kommen, können auch durch die Türen brechen, oder? Nee, das geht nur bei Blutmond. Echt? Übrigens spielen wir auf Englisch das Spiel, weil es auf Deutsch ein paar sehr gravierende Bugs gibt. Bitte? Was? Ich wollte auf Spanisch spielen. Ah ja, genau, er wollte ja auf Spanisch spielen und dann por favor und so, ne? Aber. Dann auf Italienisch, dann auf. Türkisch gibt's leider nicht. Hast du schon mal ein Spiel auf Türkisch gespielt? Das ist voll krass. Ne, es gibt, soweit ich weiß, gibt's mal ein Video auf Türkisch. Hups! Aber ich hab. Natürlich gibt's Spiele auf Türkisch. Diese Tastenumfrüchte. Ich will immer E drücken, um mitzukommen. Warum machst du denn immer die Facke weg? Übrigens, wenn du Shift. Übrigens, wenn du Shift drückst, dann kriegst du immer die passenden Sachen für ins Inventar. Wenn du zum Beispiel auf das Holz hier gehst, kriegst du die Axt in der Hand. Wenn du wenn du so wegklickst, dann hast du immer die Fackel. Wenn du auf den Boden gehst, dann kriegst du automatisch die Pickaxe und so. Naja, ich brauche Holz. Oder wir brauchen erstmal eine Hinterwand. Ja, mach ich schon. So. Hier. Jetzt haben wir erstmal hier 48 Holzwände. Da kommt ein Schleim, pass auf, der wird gleich bestimmt unser Haus einbrechen und alles in die Luft sprengen. Oh, scheiße. Ja. Nee, sind hier keine Creeper. Können das gar nicht. So. Mann, ich habe genau so ein gut. Also, ich räume genauso gut mein Inventar in Terraria auf, wie ich mein Desktop immer aufräume. Ach, das kenne ich. Was viele nicht wissen, ist, dass ich den saubersten Desktop der Welt habe. Den hast du doch schon mal im Livestream gezeigt. Ja. Da ist ein Da war der wirklich sehr aufgeräumt. Oh mein Gott, ein Zombie! Ich habe kein Holz mehr. Ein Zombie! Egal. Gehen wir jetzt auf Jagd. Ich mach den Rest. Stirb, 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 stirb. Ich mach nur einen Schaden. Oh, ich habe gekrittet mit 4. Oh, da ist. Stern! Sterni! Der deinen Namen trägt. Oh ja, der trägt wirklich einen Namen. Hinweg mit euch, Gewirrm. Was möchtest du machen? Möchtest du Magier werden? Ich bin nämlich gerne so der Krieger. Ich will auch immer nicht Magier. Obwohl Magier, Ich weiß ja nicht. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
Leute, meine Uhr noch 5 Minuten. Okay. Bis 15, also 10 Minuten nehmen wir auf. Ach Mensch. Hey, Zombie! Kommt mir so vor, würde ich die Zombies nur streichen mit dem Schwert. Ja. Ich brauche Steine. Ah. Könnte ich mir in den Ofen holen. Ach. Mach mir ein Blatt. Brett, komm schnell rein. Wo ist denn eigentlich Brett? Da unten im Wasser immer noch. Sag mal, wird dem. Würde er einen neuen Weltrekord im Dauer Luftanhalten aufstellen oder so? Also gleich haben wir 15 Minuten geschafft. Ja, ey? Ja, also gleich wenn der Part vorbei ist, hat er 15 Minuten unter Wasser. Ach so. Ja, ja, der Brett. Der Brett Pitt. Den hat man noch gar nicht über Wasser gesehen. Ich glaube, da ist so ein Wasserguide. Ja. Brett Pitt. Ich brauche eigentlich noch Stein, also. Hier Stein. Ich hol Holz. Ich. Ich muss mich vorne am Bildschirm dran legen, damit ich überhaupt noch was sehe. Oh mein Gott, ein Auge! Ich stech ihm das Auge aus. Kommt das Auge nie aus der Korruption normalerweise? Nee. Es kommen so Riesenaugen. Ah ja, genau. Nee, da waren diese anderen Teile. Alter, ich hau mit meiner Pickaxe mehr Schaden raus als mit dem Schwert. Ja, das Holzschwert ist hier, meine ich, auch stärker als das Kupferschwert. Ja. Da kommt ein Zombie hier ins Haus. Ach. Will dann bitte. Die Tür offen gelassen. Will dann bitte Besonderes machen, außer Brett Pitt hauen. Oh, ich hab das Auge weggehauen. Und ich hab eine Linse bekommen. Wenn wir genug Linsen haben, dann können wir uns später das Auge von Cthulhu beschwören. Nein, dann können wir uns Linsensuppe machen. Oh. Ich glaube, ich muss das mir nochmal mit dem NPC überlegen, meine Witze. Scheiß, Mann. Ich flieg ins Haus. Juhu, ich. Das Brett ist im Haus. Yay! Ist tot. Mad was whipped off the bone. Oh, meine Armrippen. Brett Pitt ist im Haus. Brett Pitt ist in the Haus. Was soll das denn? Ich spawn genau im Zombie. Guck mal, wo ich gespawnt bin. Ich hab die halbe Haus noch mit abgerissen. Sterb. Wir müssen das Haus noch mal ein bisschen nach rechts versetzen. Schau mal. Ich mach. Was steht denn hier? Meat was whipped. Oh, lecker. Butter mein. Und this meat was whipped off the bone by zombie. Gimme. Ich würde sagen, wir müssen das Haus noch ein bisschen versetzen. Ja, würde ich auch sagen. Mindestens bis hier. Ah! Kommt doch nicht weg. Ja, so. Machen wir nochmal ein bisschen nach rechts. Auch gut, dass man genau den Spawn an der Hauswand setzt, ne? Mhm. Da warte, das Auge schnapp ich mir. Komm mal her. Ich werde es besser. Ach, doch schon Holzschwert. Jo. Das wirklich klar. Ja, ich guck mal kurz nach, ob das stärker ist. Ich baue mir meinen Ofen. Wie ging er nochmal? Das ist wirklich stärker. Hey, weißt du noch, wie der Ofen ging? Ich glaube, wir sollten langsam den Part beenden. Also ist, glaube ich, vorbei. Oh, wie lange haben wir denn noch? Laut meiner Uhr noch eine Minute ungefähr. Okay. Gut, Leute, ich würde dann sagen, ich hoffe, euch hat dieser erste Part von Terraria gefallen. Den werden wir natürlich ab und zu machen, wir werden auch nicht immer Zeit haben. Oh, arme Hase. Auf jeden Fall, würde ich sagen, hoffe, euch hat's gefallen bei Terraria. Bis zum nächsten Mal. Wir reparieren, glaube ich, gleich noch schnell die Hauswand. Naja, bis zum nächsten Mal von Terraria, Leute. Hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Tschüss.